Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Suikoden 1 mit mir, mit Puck und mit unseren zwei neuen Freunden von der Front, nämlich rechts unten, die nicht mal ihre Rebellenanführerin erkennen. Phew, phew, chatter, chatter, du mich auch. Ja gut, Cleo und ZZZ, ja, der auch. Ja, der wird schon wie so ein kleines Wildschwein. Gucken wir doch mal. Okay, der schwört jetzt ab, diesen vergifteten Tee zu geben. Okay. Er ist nur ein Bandit, okay. Und Lady Odessa ist die einzige Hoffnung. Okay. Und jetzt, nachdem wir mit Kessler gesprochen haben, kommen sie auch alle zu uns. Clio ist also Morgenmuffel. Ich glaube, das hört es nicht so gerne. Gucken wir mal, ob die Positionierung noch passt. Passt sehr schön. So, gab jetzt gar nicht mehr so viel zu reden. Irgendwie hätte ich mit mehr gerechnet. Waren das also doch nicht die Kontakte für die Geheimfabrik? Muss man mal gucken. Ist ja lästig. Diese Slasher Rabbits geben wenigstens halbwegs XP und ja, so viel Schaden machen sie jetzt nicht, dass ich jetzt sage, dass ich Angst davor hätte. 937, also schaffen wir vielleicht sogar noch Level 12. Nicht, dass ich mir wünschen würde, noch auf Gegner zu treffen, aber... Yay, keine Gegner mehr. Na gut, die Crows dürften keine XP mehr geben. Oder nur 4 oder 5 oder so was. 8. Ja. Hab ich was übersehen? Nee. Aber wo soll hier bitte eine geheime Fabrik sein? Oder ist das wieder so ein kleines Untergrunddings? Oh nee. Mit den Moskitos habe ich es aber auch nicht. Oh. Where could it be? Also ich wollte gerade sagen, also wenn es hier schwer fällt, das Inn zu finden. Ja, das Inn ist aber nicht gekennzeichnet, fällt mir gerade auf. Ja. Das hier sieht aber zumindest danach aus. Ja, mieten uns doch mal einen Raum und warten auf den Boten, der uns irgendwie abholen soll, treffen will, wie auch immer. Ja. Ich habe jetzt schon so eine grobe Vorahnung. Nee, doch. Okay, und jetzt will die gute Odessa mit uns reden. Warum nicht? Okay, sie scheint mit dem Druck nicht so ganz klar zu kommen, weil alle so viel von ihr erwarten. Nö, ich will nicht zum Empire zurück. Eben hat mir auch die Option gefehlt. Nein, ich will zur Liberation Army, aber naja. Fühlt sich also wohl verbunden, oder wie man es nennen möchte. Ich habe also Augen, die Leute anziehen. Ja, solange ich sie nicht ausziehe. Okay. Jetzt scheint der Bote gekommen zu sein. Kage. Der Chef der Geheimfabrik.
Ja, er scheint ein Ninja zu sein und das noch ein ganz loyaler, immerhin. Und der ein Gesicht hat, werde ich ihn auch irgendwann rekrutieren. Ich kriege euch alle, früher oder später. Frei nach dem Pokémon-Motto. Gotta catch 'em all. Und jetzt legt sie sich pennen. Und wir uns auch. Und ja, Victor wacht auf und oder hat ihm gesagt, unser Job ist getan, fertig. Mitten in der Nacht guckt Cleo also auf meinem Bett. Ja, okay. So. Wir sind fertig, also gehen wir jetzt mal zurück nach Lennon Camp. Wobei, ich werde jetzt wieder die heilige Macht des Schnitts nutzen, denn ich denke mal, der Weg von Serenity und Mount Tiger Wolf nach Lennon Camp interessiert euch nicht. Also sage ich einfach mal kurz den magischen Satz. Und da wären wir auch schon wieder. Nachdem ich den Mount Tiger Wolf hinter mir gelassen habe und drei Kämpfe wieder mit Moskitos, sind wir in Lennon Camp und gehen einfach mal direkt zu unserem Hideout. Und irgendwer scheint uns verraten zu haben. Also nicht uns, sondern das Versteck da unten. Gucken wir doch mal, was da Phase ist. Vielleicht endlich mal ein vernünftiger Bosskampf. Die Imperialisten hier sind auf jeden Fall kein Bosskampf. Die haben gute Ausweichkünste, aber das war's dann glaube ich auch. Und die sollten sich jetzt bewusst sein, dass ich einfach nur den Feuerzauber auspacken müsste und dann wäre da der Ofen aus, aber ganz kalt. So. Geht doch. Aber ich muss auch zugeben, die geben gerade gut XP. Wenn das als Bosskampf durchgeht, lache ich mich scheckig. Auch wenn es gute XP waren. Schnell, rettet sie! Ja, zu gucken können wir doch da nicht. Bestimmt, dass der komische Kanan oder der Commander Kratze. Ja, mit diesem Pille-Palle-Schaden kann er mich jetzt nicht beeindrucken. Doppelt ausgewichen am Ende, also. Aber jetzt kriegst du ihn auf den Kopf. Was fällt dir auch ein? Aber davon soll es mehr Gegner geben. Okay, sie haben, also Odessa hat anscheinend so ein kleines Kind befreit oder gerettet. Und jetzt blutet sie und jetzt wird sie verrecken. Und jetzt zittert sie schon und kurz vorm Ende. Aber sie hat zwei Bitte. Das erste ist, wir sollen einen Ohrring an einen Typen namens Matthew geben. Klammer auf, ich löse mal schon das Rätsel. Es ist Matthew Silverberg. Also ihr Bruder oder Vater, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Nachnamen kenne ich noch Silverberg. In Seika, okay. Und was die zweite Bitte ist, bin ich mal gespannt. Und Odessa glaubt, dass das Ende ist. Earring received. Bitte schmeißt meinen Körper in den Fluss. Ja. Warum nicht? So bleibt es eine Legende.
Da muss man nicht nachdenken, natürlich. Weil wenn man sie begräbt, wird sie nur ausgegraben von den Imperialisten und irgendwann noch geschändet als ihre Leiche. Nee. Ab in den Fluss damit. Und natürlich das auch, wenn die Liberation Armee erfährt, dass sie tot ist, wird die Bewegung an Zugkraft verlieren. Und wir sollen noch Flick ausrichten, das dann ganz netter war. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen gefühlt kalt, dass ich da jetzt keine Träne mehr wegdrücke. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass man zu Odessa noch kein großes Band aufgebaut hat. Sie ist hier erst seit wie lange bei uns? 20 Minuten. Da hat man jetzt noch nicht so die Verbindung zu. Na dann ab nach Saker. Ja, das Fortress of Quaba ist im Süden und da konnte man bis jetzt nicht durch, weil da Wachen den Weg versperrt haben. So, obwohl, warte mal, sind wir eigentlich voll geheilt? Ich wollte gerade sagen. Kein Meter gehe ich hier, ohne mich geheilt zu haben. Oh, so, die nimmt auch schon wieder Geld von uns, die Gute. Das sind schon ganz fiese Möps, die Leute hier. Ja, obwohl, ich nicht dachte kurz, der sieht besonders aus. Hat aber kein Gesicht. Zumindest keins, das wir uns merken sollten. Ah, geben wir dem Bonbon noch auch mal einen auf den Kopf. Oder aufs Fell, wie auch man es nennen möchte. Aber wirklich schade um Odessa, wobei ich mich auch mal frage, warum sie vorgestürmt ist, aber ja, die Story muss weitergehen. Und dafür braucht man Drama, Drama, Drama. Wir sind auf jeden Fall jetzt am Schloss von Quaba. Und der Kommandant hier scheint ein Freund von Theo zu sein und er scheint auch uns zu kennen, irgendwie. Victor will, dass wir uns Fake Names aussuchen, also gefälschte, na ja, gleich kommt er noch mit irgendwelchen biometrischen Pässen um die Ecke draußen zu. L.B. Roy oder Roy. Französisch für König, na okay, Maria. You don't look like a Maria. Der ist mies. Der war mies, Victor. Schopenheim Rheinbach der Dritte. Wie nennen wir uns denn selbst? Masamune, Pieske oder Skoldenheim Rheinbach der Vierte? Ja, Skoldenheim Rheinbach der Vierte. Das ist so selbstdämlich. Aber ich musste das nehmen, es musste sein. Just a poor Jujube Vendor. You look like the fugitive. Puck McDowell, okay. Ein Gide, das ist der Kommandant hier vor Ort. Okay, Gremio dreht hier ja fast durch. Das macht wahrscheinlich nur zum... Aber ich glaube nicht, dass es aus Gütigkeit ist, dass uns jetzt ein GD durchlässt, sondern... Der ein GD. Ich weiß es nicht, ob das...
Doch. Es ist definitiv Gütigkeit, dass er uns durchgelassen hat. Erschreckend. Ich dachte zuerst, dass er reingefallen ist auf Gremius kleines Bauern-Theater, aber hat er anscheinend doch durchschaut. Ich würde jetzt so gerne an Unforgivable schreien, aber ich glaube, ich bin lieber nett, nicht, dass er noch irgendwie was gegen uns hat. So, was will denn der Typ hier? Chandler. OEM Chandler, just an idle peddler, trying to search profit. Er will irgendwann so ein eigen... Na ja, gut, das wird ja wahrscheinlich unser Convenience-Store-Mensch-Typ hier sein. Seika haben wir damit auch schon erreicht. Gucken wir doch erstmal hier nach. Antonio wird der Koch in unserer Armee irgendwann mal werden. Ja, ist mal so deprimierend, wenn man jetzt noch an Leuten vorbeiläuft. Mit Gesicht, die später irgendwann der Armee zugehören. Man kann aber noch nichts tun. Arrgh. Na egal. Ich nutze jetzt einfach mal die Ankunft in Seika und beende dieses Turnset. Denn ich finde eigentlich immer, wenn man einen Speicherpunkt recht, kann man das ganz gut machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis denn.